Okay, meine Lieben, jetzt sind wir wieder hier. Lorenz und alle anderen, die heute nicht in der Schule sein konnten, meine liebe Grüße. Ihr habt nichts verpasst. Jetzt machen wir hier, wir gehen hier durch, aber trotzdem machen wir ein paar Sachen dann anders und wiederholen wir das, weil es sich rausgestellt, naja, was soll ich sagen, einige Sachen fehlen irgendwie aus dem 7. Klasse oder irgendwie. Okay, aber ist kein Problem. Wir schaffen alles. Wir können alles aufholen. So, also das Thema für heute. Wir werden heute einen schönen Namen, ja, für unsere Funktion oder für diese Funktion, womit wir uns jetzt hier schon bei ein paar Wochen beschäftigen. Da werden wir einen schönen Namen dafür finden und das ist eine sehr berühmte Funktion und sehr nützlich. Okay, aber bevor wir das machen, gehen wir durch die Wiederholung. Lorenz und alle anderen, es hat sich herausgestellt, es wurde nicht so gut, ja, in der 7. Klasse da so gemacht. Aus dem Grund ist es gut, wenn wir jetzt hier alles so schön sauber machen und klären und so. Und ich werde auch euch, Jonas, Sophie und alles, allen dann Nachricht schicken. Ihr solltet dieses Video auch nochmal anschauen, ja? Okay, also fangen wir an mit den natürlichen Zahlen. Also wir nennen die natürlichen Zahlen die Menge der natürlichen Zahlen. Die Menge für uns in der Mathematik ist so ein Sack, ja? Wir machen also eine kleine Klammer. Diese Klammer mögen wir. Das ist nicht so gut schön hier. So, das bedeutet für uns die Menge. So, in diesem Sack oder in dieser Menge haben wir die natürlichen Zahlen. Und das sind die 0, 1, 2, 3, 4. Und natürlich sind diese Zahlen deswegen, weil wenn du auf die Wiese gehst, da kannst du so viele Kühe auf der Wiese sehen. Also du kannst, die Wiese ist entweder leer, dann ist es 0 oder eine Kuh, 2 Kuh, 3 Kuh, 4 Kuh. Du kannst auf der Wiese nie eine halbe Kuh sehen. Ja, ja, Jonas, jetzt meldet sich schon. Ja, es ist möglicherweise ja, aber das ist eher bei dem Metzger. Ja, gut. Also normalerweise liegt ein halber Kuh nicht an der Wiese. Ja, das kommt ganz, ganz selten vor. So, also wir benutzen, weil es natürlich ist, der Buchstabe N, ja, große N, das bedeutet für uns eine Menge der natürlichen Zahlen. Das sind unglaublich viele Zahlen. Ja, das ist unendlich viele Zahlen. Ja, deshalb kürzen wir das mit den großen Buchstaben an, weil es eine Menge ist, deshalb machen wir so ein Doppelbein hier, ja, ziehen wir so, das heißt in der Mathematik, das ist eine Menge von n oder irgendetwas, ja, also der Buchstabe n ist, steht für eine Menge. So, wie können wir das jetzt hier nutzen? Also wir können zum Beispiel sagen, wenn a, x oder b oder egal, ein Buchstabe oder auch die Zahl 3 oder 4, natürliche Zahlen sind, können wir es so aufschreiben. Also a, x, b. Dieses kleine Zeichen heißt Element. Ja, sie sind Element, den natürlich den n. Und wir können das so aussprechen. A, x, b sind Elemente der natürlichen Zahlenmenge oder der Menge der natürlichen Zahlen. Dieser lange Satz können wir in der Mathe so abkürzen. A, X, B, diese, so und N. Jo? Ja, das war's. Okay, natürliche Zahlen kennen wir schon. So, der nächste war dann der ganze Zahn. Ja, das hat auch eine kleine Verwirrung verursacht. So wie du das siehst, das sind hier die natürlichen Zahlen und dazu nehmen wir die negative Zahlen von den natürlichen Zahlen. Ja, das sind genau das gleiche, aber auf der anderen Seite der 0. Ja, von minus 5 bis plus 5 und in diese Richtung ist es unendlich, in diese Richtung ist es unendlich. Und wir benutzen den Buchstabe Z, ja, und diesmal in die mittlere Strecke, das wird doppelt gezogen. Ja. Deshalb ist es dann Menge. Also Beispiel, A und B, diese E, Z, und es bedeutet, A und B sind Elemente der ganzen Zahlenmenge. Ja? Oder der minus 4, so E, Z,
heißt minus 4 ist Element der ganzen Zahlenmenge. Das sind die ganzen Zahlen. So, und dann haben wir gelernt, so Bruchzahlen, ja, und dazu brauchten wir auch eine Menge, das sind die Menge der rationalen Zahlen. Ja, dazu haben wir die Q benutzt, auch hier, so Doppelstrich, und das sind alle Ganze und Bruchzahlen. Und nicht vergessen, zu den rationalen Zahlen gehören auch diese Zahlen. Ja, so. Weil du kannst, zum Beispiel der 3 kannst du so aufschreiben, 3 Einstel, und das ist eigentlich eine Bruchzahl. Also Beispiele. Ein Drittel, 3, minus 3, 2 Drittel, minus 2 Drittel. Das Wichtige ist, dass die rationalen Zahlen sind immer periodisch nach dem Komma. Also ein Drittel, dann ist es 0,333333 bis zur Unendlichkeit kommt immer die gleiche Periode durch. Oder wenn es eine ganze Zahl ist, zum Beispiel 3,000000000. Ja? Aber hier nach dem Komma, es ist immer periodisch, dang, 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 immer die gleiche. Ja, das sind unsere rationalen Zahlen. Jo, weiter. Dann haben wir gelernt, diese neue Zahlen, wir brauchten das bei dem Kreis, also der Pri, und dann haben wir Wurzel gezogen und so. Und die Zahlen, die waren keine rationale Zahlen. Ja, die. Ne. Die waren hier, schau mal, nach der Komma, die sind nicht periodisch. Das ist alle durcheinander. Immer was anderes. Ja? Und die sind unsere irrationale Zahlen. Ja? Irrational. Nicht rational, sondern irrational. Also die Menge der irrationalen Zahlen. Und wir kürzen das ab mit dem großen I. So, hier doppelt gezogen. Ja? Beispiel Pi. Das ist eine Kreiszahl. Wurzel von 2. Von 3 und dann gibt es auch unendlich viel. Ja? Also die irrationalen Zahlen sind immer unperiodisch oder nicht periodisch nach dem Komma. Beispiel Pi 3,141592654 geht bis zur Unendlichkeit und immer was anderes. Oder die Wurzel von 1,41211356. So? Immer durcheinander. Ja? So. Also sind wunderbare Zahlen, sind die irrationalen Zahlen. Und die Menge der reellen Zahlen, das sind alle Zahlen, was wir kennen. Ja, da haben wir alles zusammengenommen. Ja, benutzen wir deswegen reell, benutzen wir die R, ja, doppelgezogen hier. No? Und alle Zahlen, die wir kennen, die gehören, das nennen wir die reelle Zahlen. Okay, also wir benutzen meistens, ja, hier in der Zukunft, wenn wir den x, dieser kleine e mit r, bedeutet x ist eine beliebige reelle Zahl oder x ist Element der reellen Zahlenmenge. Und diese reelle Zahlen, können wir auch sagen, das ist die Summe von der rationalen Zahlen und der irrationalen Zahlen. So, die sind zusammen, ergeben die reelle Zahl. Und das können wir auch so aufschreiben. Die große R ist gleich die Q, das ist die irrationale Zahl, und die I, irrationale Zahl, und diese U, ja, hier inzwischen, das heißt und oder Union. So, und so können wir es auch aufschreiben. Ja? So, jetzt mache ich hier Stopp. Warte mal. Ah ja, ne. Ich mache jetzt erstmal in der Aufgabe und dann machen wir da Stopp. Und dann kannst du hier diese Übungen machen. Also, ordne die Zahlen zu den Zahlenmengen, zu denen sie gehören. Ja, sie können zu mehreren gehören. Pass mal auf. Ja, so. Also hier sind die Zahlen, das siehst du, und hier ist ein Beispiel, der 100. Die 100 ist eine natürliche Zahl. Die 100 ist aber auch eine ganze Zahl. Die 100 ist eine rationale Zahl. Ja, dann kannst du die 100 so aufschreiben, ja, oder 200 oder 2, ja, das ist eine Bruchzahl. Aber die 100 ist nicht irrational, weil die 100 ist nach dem Komma, ist periodisch, ja, oder 0 hinter dem Komma, ja. Das ist keine irrationale Zahl, deshalb streichen wir das hier durch. Aber
Der 100 ist eine reelle Zahl. Und wie du das hier siehst, der 100 gehört zu 1, 2, 3, 4 Zahlenmengen und zu einer Zahlenmenge gehört er nicht. Ja? Und so schreibst du bitte hier alles auf. Zu welchen Zahlenmengen gehört der Pi, der 2, der 0 und welcher Neck? Jo, das ist eine kleine Übung. Jetzt mache ich Stopp und dann machen wir weiter mit den Funktionen.